Am Montagabend um 17.15 Uhr ist ein mit Kies beladener LKW von der Straße abgekommen und auf zwei parkende PKW gekippt. Der Fahrer des LKW war von Dorfen in Richtung Oberdorfen im Landkreis Erding unterwegs, als er kurz nach dem Ortsschild der Stadt Dorfen von der Fahrbahn abkam und auf das Bankett geriet. Der ca. 40 bis 50 Jahre alte Fahrer steuerte gegen und kippte dann nach links auf zwei unbesetzte geparkte Autos. Die Ladung verteilte sich dann auf einem der PKWs und begrub diesen halb unter sich. Dabei wurde niemand verletzt. Der Sachschaden an den beiden PKWs beträgt ca. 35.000, am LKW ca. 15.000 Euro. Der Flurschaden an der Straße sowie am Garten dürfte sich auch noch auf mehrere tausend Euro belaufen. Der LKW wurde bereits kurz nach dem Vorfall unter Aufsicht von Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr aus der Unfallstelle gehoben.